Hallo? Jetzt haben wir hier auf einmal doppelt mega viel Ton und woher gar kein Ton. Ja, das hat ja schon mal spitze angefangen. Ja, huhu, nochmal. Wir spielen heute Hunter mal wieder nach, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr gefühlt. Ja, und mit mir dabei sind heute meine üblichen Spieler, nämlich der Aulukard als John Blair, der Beru als Dave O'Malligan, der Paradoxer als Jeremiah Hill und der Sleepnose als Konstantin Hardcastle. Und ja, beim letzten Mal ist ja schon was länger her, aber wir haben ja einen guten Resümator gefunden, den alten Mann, der so alt ist, dass er den letzten Stream schon gesehen hat. Deswegen darf er das jetzt machen und euch erzählen, was beim letzten Mal passiert ist. Ja. Ihr seid ja auch am Tag reingegangen, ne? Also das ist Genau.
Muss man erwähnen. Ja. Jo. Was machen die anderen? Gut, ja, es hatte sich, wie gesagt, diese eine Tür geöffnet. Es kam Nebel heraus und durch den Nebel stürmt unser etwas muskulöser, dreinschauender oder aussehender Hunter, der Jeremiah Hill. Ja, mit dem, ja, was hast du eigentlich vor? Wie stürmst du denn da rein jetzt? Ganz normal? Oder? Oder? Schon mal griffbereit halten und hinter Jeremiah hergehen. Also nicht wild reinstürmen, sondern wohl überlegt. So, jetzt haben die Leute eine schöne Einleitung verpasst, weil ich keinen Ton hatte. Naja. Müsst ihr den letzten Stream nochmal gucken. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Vergnügungspark, Hunter rein, irgendwie huhu, gucken, einer vor, die anderen, ne? Komischer Ghoul, hau auf den Ghoul ein, folter den Ghoul, mach Tür auf und geh. Und dazwischen war noch Mr. D da, der Popcorn gegessen hat und sich die Sache angeguckt hat. Nein, Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte hat er gegessen, vom Ghoul-Arm runter. Ja. So, und jetzt... Oder was Zuckerwatte gibt. Genau, jetzt ist die Tür offen, die... Der Jeremiah steigt über den Ghoul hinweg, also schreitet über den Ghoul hinweg in diese neue Kammer. Und ja, das reizt es quasi in einen runden, leeren Raum, auf dessen Boden sich ein Clans, also für dich verständlich ein Clans-Symbol befindet. Eingelassen in einem großen Kreis auf dem Boden. Was ist das denn für ein Clans-Symbol? Es ist eine Maske. Verrückte, nur Verrückte hier. Ja. Ich hab ja bestimmt gemerkt, dass Dave hinter mir herläuft, oder? Ja. Ja. Bestimmt. Nehme ich so halb zu ihm um und mein, die hier kennst du schon. Das sind die Verrückten. Dreh mich wieder um und guck, wo der Malka fliegt. Ich hab sie eher hässlich in Erinnerung. Ah nein. Das sind die Hässlichen. Warte mal, das sind die Nossis. Ja. Das sind die Hässlichen. Scheiße. Ich bin etwas kaputt heute. Egal, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Und ich werde trotzdem nach einem Malkav gucken. Ja, in dieser Kammer gibt es sonst nichts. Keinen weiteren Ein- oder Ausgang. Es geht ziemlich weit nach oben. Aber es geht nicht nach oben durch. Also es gibt keinen Ausgang auch nach oben. Und ja. Nur diesen Kreis auf dem Boden mit dem großen Maskensymbol, was da schön eingraviert scheint auf diesen blanken Stein, aus dem der Boden besteht. Ich schaue mal, ob ich irgendeinen Mechanismus oder sowas erkenne oder irgendwelche Schalte bitte hier drücken oder sei es offensichtlich oder auch vielleicht weniger offensichtlich. Nein, nicht wirklich, dass du was findest.
nachdem passt es so die Wände ab und so, klopfst überall so. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich so nichts finden kann. Ja. Entschuldigung, was Dave auf jeden Fall aber noch findet, sind so kleine Löcher in der Wand. So auf ungefähr Brusthöhe von dir, die sich so einmal rund um den Raum ziehen. Wir sollten vorsichtig sein und ich tauche ab. Genau, ich tauche ungefähr, ab. Ungefähr so groß halt. So, ja, ein dicker Daumen Durchmesser. Bolzendick. Sagt dir das was? Und ich würde mich, würde darauf deuten, mich abducken. Das ist eine Falle. Ich würde mir das angucken und dann schnellstmöglich wieder aus dem Raum raus. Wie guckst du dir das raus an? Siehst halt die verschiedenen Löcher. Ja. Hast du einen Charakterbogen offen? Sekunde, muss ich noch. Ich habe ihn dabei, das weiß ich. Weil er auf dem Laptop ist. Und würfeln kann ich auch, ich habe was gefunden. Dann mach mal Perception und Awareness. Für den Bero habe ich gerade eben schon gewürfelt gehabt. Machen wir mal abwechselnd. Perception. Einfach nur Perception. Und Awareness. Oder Alertness. Awareness müsste es geben, eigentlich. Ja, er lädt gerade noch. Sekunde. Nee, in der Tat gibt es das nicht. Gerade. Effektiv hätte ich anzubieten. Fressen? Nee. Machen Wits und Investigation. Ich bin immer noch zu sehr in der alten WOD. Okay. Zumindest von. Nee, das war hier in dem System, war das, glaube ich, Composure und. Nee, Witz und Composure oder sowas? Zwei Attributes können zusammen, ist irgendwie in der. Wir machen jetzt einfach mal Witz und Investigation. Ja, also, er ist ziemlich doof. 2 Einsen, 8 und 9. Ja, dann das ist auch eigentlich ganz gut. Guckst du sie das so an, was du, als der Dave dich darauf hinweist, mach natürlich vorsichtig irgendwie immer so. Kannst du mit deiner Wahrnehmung, die ja so ein bisschen geschult ist auch, kannst du so ein erstmal so was Komisches hören, irgendwie so eine Art Zippen. So zipp. Und dann so ein leichtes so. Ich versuche mich. Ganz leise nur. Zu ducken und möglichst schnell zur Tür zu kommen. Also, dass ich nicht mehr auf Höhe der Löcher. Dave kann auch nochmal würfeln, wenn er denn mag. Die anderen weiß ich nicht, wie ihr da involviert seid. Ihr kommt ja später. Ja, also der gute John schleicht sich dann auch mehr oder minder in den Raum rein. Also mit ja, schon so. Also, dass man sie noch sehen kann, aber halt ne, im etwas größeren Abstand. Mhm. Und geht dann auch immer so geduckt, ja, also das sieht wirklich wieder so aus, wie man das halt aus so Detektivfilmen kennt, also was er so aufgeschnappt hat, geht er so hin und guckt sich auch gleich mal um, ob er irgendwie was vielleicht wirklich sieht, was er sonst in seinen Fake-Häusern auch gesehen hat, weil er baut ja im Endeffekt in Anführungsstrichen wie Fallen. Ja, also wie gesagt, die Wände und der Boden sind alle komplett schwarz, glatt, wie aus einem Guss, aus einem Stein gehauen. Nur in der Mitte gibt es halt diese Gravur, diese große, runde Gravur, in dessen Mitte dieses eingravierte Clan-Symbol ist. Und umherum, also auf Brusthöhe ungefähr, gibt es so ganz viele kleine Löcher. So im ganzen Raum verteilt. Also ich hatte eine 7, eine 1 und eine 2. Mhm. Ich schaue mir den. Ja, diese Löcher da oben, versuche ich mal irgendwie mit dem
Handy hatte ich ja eh aus, um Akku zu sparen, mache ich mal das Handy an. Ja. Und zoome da mit der Kamera so ein bisschen rein. Mhm. Ja, Vero, der Dave meint ein bisschen, es riecht ein bisschen nach Gas. Okay. Na gut, dann würde ich raus, ich würde schreien, raus hier, hier ist Gas. Ich würde halt die Hand vor den Mund halten. Und auch halt versuchen rauszugehen. Mit den Geräuschen, die ich gehört hätte, wäre ich immer noch auf Armbrustbolzen, bin aber geduckt auf dem Weg nach draußen. Konstantin steht dann da gerade und will gerade rein, während die anderen Spieler rauslaufen. Nein, ich wollte draußen bleiben. Hinter dem Fritzen, der. Ja, dann siehst du die reingehen und direkt wieder rausgehen. Während der John noch mit dem Handy kurz da reinfilmt, sieht, dass die beiden abhauen. Gas, sagt dann der Dave. Wenn ich vor der Tür bin, würde ich den Ghoul schnappen und reinwerfen. Was? Liegt er da? Ja, soll er da liegen bleiben. Ja. Wir hatten doch den Tipp mit Tor 3, dass man da vielleicht reingehen sollte. Wollen wir das aufmachen? Na, das war doch Tor 3, wo wir gerade dran sind, du Held. Nein. Nein. Nicht? Mr. D wollte dir Tor 3 verkaufen. Du wolltest es nicht annehmen. Und dann hier der Alu nochmal gesagt Tor 3 und dann habe ich den Ghoul an Tor 3 lecken lassen. Das ist aufgegangen. Also ich weiß noch, dass sie das Falsche aufgemacht hat. Das war... Das war die erste Tür, die wir jetzt aufgemacht haben mit dem Nossi-Symbol. Ich meine, du wolltest in die 5 rein und dann hat er dir Tor 3 versucht anzudrehen, das wolltest du aber nicht. Ja, da warst du irgendwie strikt dagegen. Ja, aber Tor 5 ist ja nicht aufgegangen und dann hat Alu gesagt, wir machen Tor 3 auf und dann fand ich ist, das auf einmal eine ja ganz auch gute egal. Idee. Dann lass uns zu Tor 5 gehen. Geht wieder raus, irgendwie in dem Raum liegt jetzt ein blutender Ghoul. Und ja. Ich möchte ihm zum Abschied winken. Ja, der kann nicht mehr zurückwinken. Was und was habt ihr gefunden? Ghoul, wenn er da drin tönt liegt. Es von der Mitte des Raums. Was aufregend! Gibt's da was Schönes? Ich guck den Mr. D so an und mein, das kann gleich unser Freund da drin erzählen. Und würde dann reingucken, was passiert. Der liegt ja auf dem Boden in der Mitte. Was soll passieren? Liegt in der Mitte, blutet aus. Okay. Mehr oder weniger. Dann hätte ich ja noch die Maske mal auf die Maske draufklopfen können, ob die ein anderes Geräusch macht, aber so vom Boden her mäßig, aber. Ja, ihr habt wollen. Dave hat ja und der Jeremiah haben ja alles abgeklopft, also wir haben da nicht großartig was gefunden. So unter sind die Bodenplatten? Ja, ja, also rundum. Ich bin davon ausgegangen, dass sie halt alles abgesucht haben. Okay. Cool. Und wie geht's jetzt weiter? Ich leck keine Türen ab. Ich guck Mr. D so an und mein, ich wüsste jemand, der Türen lecken könnte, damit sie aufgehen. Echt, wer? Ich würde einen Schritt auf ihn zu machen und meinen, der meint, er müsste hier einen auf Zuschauer tun. Ich lass mich. Also, Herr Hardcastle, ich würde mir das nicht bieten lassen. Ich habe auch gedacht, er meint mich, aber ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Ja, ich würde versuchen, Mr. D am Schlawittchen zu packen. Ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen. Wie machst du das denn? Ja, so, ich nehme ihn so hinten, hier so. Also, du willst um ihn rumgehen und dann von hinten. Und versuch ihn zu einer Tür zu bewegen. Also, du willst aber immer um ihn rumgehen und ihn dann von hinten packen. Nö, man kann ihn auch so von der Seite her. Also, ich muss nicht um ihn rumgehen. So von der Seite her müsste reichen. Du das nicht, das ist schon mal schief gegangen. Ja, das ist es in der Tat und es passiert wieder, nämlich als du nach ihm greifst, ist er plötzlich nicht mehr, also ist er nicht mehr da, wo du ihn erwartest, sondern ein Stück weiter weg, sodass du gerade ins Leere greifst. Und dann steht er so vor dir, na. Ha, ich wusste es. Berührung nur gegen Bezahlung, mein lieber Freund.
Nichts ist umsonst. Und ich bin nicht von der billigen Sorte. Ich würde ihn angucken, ihm entgegnen. Ich wusste doch, ihr seid ein Geschöpf der Nacht. Nur welches, das bleibt mir versprochen. Würden Sie mir die Frage beantworten? Nein. Nein, das ist nicht korrekt. Und diese Ausgabe, Auskunft ist umsonst. Ich glaube, wir haben ihn sogar schon mal tagsüber gesehen. Echt? Habt ihr? Schön, ja. Also ja. Schön, habt ihr. Wenn Konstantin also sich daran erinnert, wird das wohl so sein. Ich habe ihn nur nachts gesehen. Beziehungsweise ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Sicher? Ja. Da bin ich mir ganz sicher. Der ist mir sehr, sehr suspekt. Ich glaube, ja, das beruht auf so Gegenseitigkeit. Ich glaube, dass der Chef von allem Bösen ist, aber so der Obermufti von da unten, aber. Ich habe meine Axt dabei, ne? Ja. Tür 5 und ich würde gern mal drauf einschlagen mit der Axt. Mit vollgespannten Muskeln. Ja. Auf den Mr. D. Nein, auf Tür 5. Auf Tür 5, ja. Dann schlägst du ein. Ja. Passiert was? Deine Axt dräbt sich tief in die Stahltür rein und hinterlässt dicke Dellen. Wird eine Weile dauern, aber wenn du dann eine ganze Ecke dran arbeitest, kriegst du die so kaputt. Das ist schon mal sehr gut, dass ich da Dellen reinkrieg. Ich würde an den Seiten in den Höhen einschlagen, wo ich die Gelenke vermute. Ja, also von dem anderen Raum weißt du, dass das nicht wirklich Gelenke sind, sondern dass die Tür sich so an die Seite reinschiebt, wenn sie denn aufgeht. Hm. Dann würde ich besser. Das nicht so machen. Dann muss man sich da eine andere Lösung überlegen. Also falls die vielleicht genauso funktioniert wie die andere, kann ja auch sein, dass sie anders wird. Vielleicht habe ich auch den, der da drin ist, geweckt. Man weiß ja nie. Könnte sein. Da waren doch sowieso sehr viel mehr Türen, ne? Ja. Tür 3 ist offen und Tür 5... ist kaputt. Also, ja, zerdutscht. Ich würde gerne mal auf der anderen Seite des Raums anfangen, einfach mal so an den Klinken zu drücken, so nach und nach die Türen abzusuchen. Ob ja, irgendwas es sind keine wirklichen Klinken, aber ja, kannst dagegen trommeln und so, aber es gibt keinen davon aus. Ich würde das ein wenig angelehnt stehen. Ich würde dann sagen, Jeremiah, vorhin hat es mit Lecken funktioniert. Versuch doch mal damit. Ich gucke Dave an und meine... Bitte. Ich würde mich gerne in Richtung Ausgang stellen. Okay. Ja, kein Problem. Mr. D stellt sich zu dir hin, wiegt sich so zu dir rüber und reicht dir so eine Zigarettenschachtel rüber. Nee, danke. Nimmt er sich selber ein und zündet sich einer. Haben Sie eine Uhr? Kurz nach 10. Ja. Und so spät? Dann nimmt er selber, was vorher gesehen, er hatte keine Kette oder sowas an seinem Anzug dran, aber jetzt hat er auf jeden Fall so eine Taschenuhr und holt die raus. Wie aus dem Nichts. Guck drauf. Hm? Auf was warten Sie? Auf den Sonnenuntergang. Müsste um 10 aber schon passieren. Wir haben noch Nacht, oder? Oder haben wir nicht Nacht? Eben, wir sind abends angekommen mit Sonnenuntergang. Abends, ja. Es war noch diesig, als ihr reingegangen seid. Also ich würde mich dann ja auch ein bisschen... Wert darauf gelegt, noch am Tag dahin zu kommen. Ja, ich würde mich aber auch ein bisschen wegmachen von den Türen und mich quasi auf die gegenüberliegende Seite begeben, sofern es möglich ist, mit Blick auf die Türen. Ich würde mich zu Sleepnose umdrehen und ihn angucken.
Schon 10? Wirklich? Es war geschätzt. mit diesen Worten, ich denke mir einfach nur, einmal mit Profis, bitte nur einmal. Es wird so mein intrinsischer Motivationsfaktor mit Profis. Du hörst so eine Stimme in dir drin, die dir leise zuflüstert, muss sie loswerden. Wir behindern dich nur. Alleine jagt sich's immer schlechter. Nee, das probier ich. Was hast du gesagt? Nichts. Versuch's mal mit Blut die Tür zu öffnen. Ich würde meinen Flachmann rausnehmen. Einen Schluck nehmen. Ja. Und mir das in den Mund abwischen mit einem Finger und so mal an der Tür lang streichen. An Tür 5, ja. An Tür 5, da wo die Delle dran ist. Ja. Ja, und in der Tat geht sie auf. Was sehe ich denn dahinter? Einen leeren schwarzen Raum mit einem Symbol auf dem Boden. Was höre ich denn? Also erstmal, dass die Tür zur Seite schwingt. Ja. Ja. Und dann erstmal den leise pfeifenden Mr. D aus dem anderen Raum. Ich hab nichts verraten. Was ist ein Logo? Auf dem Boden? Was ist für ein Logo auf dem Boden? Ja, Moment. Jetzt bin ich mir gerade selber nicht sicher. Ach ja, es ist ein Zepter. Also so ein Königszepter. Ich hab eine Idee. Richtiger Raum. Stell ich fest. Richtiger Raum. Aber ist auch leer. Ja. Ich würde also, nach Löchern in den Wänden gucken. Auch hier gibt es Löcher in den Wänden. Und auch hier kannst du, wenn du genau hinhörst, das Pfeifen mal ein bisschen ausblendest, ein leises hören. Ich würde mal riechen, weil der Kollege Dave hat ja gesagt, da gibt's riecht's nach Gas. Könnte sein, ja. Ich würde wieder aus dem Raum rausgehen, zu Dave gucken, mein, hier gibt's auch Gas. Ob wir hier wirklich richtig sind? Sie wollen sich nur, dass wir uns beeilen. Ich würde voll gerne mal zur Zuckerwattemaschine nehmen, mit zwei Stäbe nehmen, daraus ein Kreuz bauen, das mal in Richtung Mr. D halten. Ich denke mal, dass es uns nicht so einfach machen lässt. Sie sind ja witzig, Mr. Hardcastle. Das funktioniert doch nicht. Du glaubst doch gar nicht dran. Du glaubst doch nicht dran. Das hatten wir doch schon, Mr. Hardcastle, glaube ich. Wahrer Glaube, mein Freund, wahrer Glaube. Gibt's den Jeremiah, vielleicht hilft's bei dem. Ich denke, die Herrschaften, die dieses Anwesen bewohnen, werden es uns nicht so einfach machen. Und ich denke mir schon, dass sie ihre Behausung befallen, gesichert haben. Ich glaube, hier werden wir nicht so ohne weiteres fündig. Aber du kannst es gerne noch bei den anderen drei Türen versuchen. Oder bei der anderen. Du hast gerade ausgesprochen, als der Jeremiah, der ja noch in dem Raum drin, also halb drin steht, merkt, dass der Boden anfängt zu vibrieren. Okay. So ganz was leicht. Was passiert denn mit dem Boden? Ganz leicht beginnt er zuerst zu vibrieren und dann siehst du, dass sich langsam die Gravur von dem Kreis irgendwie anfängt zu heben. Ich würde gerne mal reingucken, ob da. Dann würde ich gerne die Axt auf die Schulter legen, so dass ich mit der Hand auf der Arm, wo die Hand dran ist, da wo der Axtkopf drauf liegt, die greift die Axt oben am Stiel und der die linke Hand dementsprechend. Ich habe die also so schwungbereit auf der Schulter liegen, ja. Okay. Ja. Hast du was gefunden? Nee. Was ist das für ein Geräusch?
Gas. Gas. Rumpel, 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 Gas. What's going on here? Nachdem er nicht rauskommt, würde ich mal, sage ich mal, wieder ein paar Schritte in seine Richtung unterwegs machen und dabei halt auch die Pistole durchaus im Anschlag, also wirklich griffbereit halten, sodass ich die jederzeit dann hochziehen und reagieren kann. Ja, es, wie gesagt, es erhebt sich ziemlich langsam und geht dann auch irgendwie so auf Jeremiahs Höhe. Irgendwann. Also der ist ja ein bisschen größer als alle anderen, so ungefähr Daves und Jeremiah sind ja ungefähr eine Körpergröße so. Er ist nur schmal. Also Dave ist nur schmal. Ja, im Vergleich zu dir wahrscheinlich, ja. Aber das hat ja Gründe. ja, es geht dann, wie gesagt, hoch und du siehst halt in, das da ist halt in der klassischen Vampir-Manier in einem schönen Anzug gewandelt, ein junger Mann im Business-Anzug, wie gesagt, schön sauber, etwas bleiche Haut vielleicht und ja, du würdest sagen, zigmal operiert im Gesicht oder so. Zumindest hat da jemand da versucht, sich so, ja, asiatische Züge zu operieren. Es ist ziemlich, ja, sieht ein bisschen misslungen aus. Wenn er so vor mir steht, würde ich dann doch mit der Axt einfach mal kräftigst ausholen und die Axt in den Vampir fahren lassen. Ja. Mit den Worten, so stirbst du, König. Ja. Du schlägst zu und kurz bevor der die Axt auftrifft, schnellt die Hand nach oben, irgendwie aus dieser Pose nach oben, packst an den Axtgriff und hält deinem doch sehr gekonnten Schwung stand. Die Augen öffnen sich und du hörst nur das Wort Stopp. Und sofort schlafft deine Bewegung des Schlages. Der Wahn brennt trotzdem in meinen Augen. Das ist richtig. Ich habe mein Ziel gefunden. Ich werde diesen Prinzen töten. Guck mal, was da wurde. Ich verharre trotzdem so. Ja. Ja, er lässt langsam den Axtstiel, dann der dreht sich so an dir vorbei, guckt dich dann nochmal ein bisschen an, so. Interessant. Wo sind denn die anderen? Ich würde reintreten, würde aber die Pistole sinken lassen. Ja. Ich würde durch die Tür so reinlunzen, so. Ja, ich würde sogar die Pistole als Zeichen des guten Willens wegstecken. Ja, ich bin da so ein bisschen immer noch so halb im Versteck und linse mal so raus. So mit so einer Kopfbreite. Ja, wie gesagt, seht ihr diesen jungen Mann, der sich schrecklich verschandelt hat. Er hat sich, wie gesagt, versucht, asiatische Züge zu geben im Gesicht. Was da für ein Kaukasier dann doch ein erheblicher Aufwand an Schönheitsoperationen erfordert. Und ja. Sieht aber sonst sehr schick aus, so vom Anzug und von den Ketten und Bling Bling und Uhr, was er sonst so anhat. Ich würde so ein bisschen zur Seite reindrehen, damit ich halt ihn angucken kann, weil wahrscheinlich ja vor ihm unser Mr. Hill steht. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Sie sind Mr. Wu, gehe ich mal davon aus. Zu Ihren Diensten. Ach, nicht doch. Konstantin ist draußen stehen geblieben, ne? Ja, ich hab so durch die Tür gewohnt. Dann hörst du jetzt auch von den anderen Türen Geräusche. Hier sind überall Geräusche gehört. Abbau, lass uns flüchten, lass uns flüchten, lass uns flüchten. Oh, das wird spannend. Nicht doch eine Zigarette? Ja, gib mal. Gib dir eine Zigarette rüber. In die Tasche. Ich würde einen Schritt auf den Mr. Wu zugehen, aber langsam und bedächtig, also nicht in irgendwie, dass man Angriffe zu erwarten möchte. Ja. Ich denke, wir sollten reden. Bisher gab es ja ein paar Missverständnisse. Ich denke, wir haben den gleichen Feind.
Haben wir das. Kann ich mich dann wieder bewegen? Das ist hier die gute Frage. Jetzt gerade bist du in der Bewegung erstarrt. Du hörst alles, was um dich herum gesprochen wird. Kämpfst dagegen an, aber... Okay. Ich bin hier, um eine bestimmte Person zu finden. Und ich denke, dass sie vielleicht auch ein Interesse daran haben, dass diese Person gefunden wird. Naja, sagen wir so, sieht das Antlitz dieser Welt nicht mehr allzu lange verschandelt. Ah, Sie meinen meinen alten Freund. Clan des Mondes. Keine Ahnung. Ich kenne nur... Kriegen Sie den da hinten in den Griff? Ich habe keine Lust, eine Axtblatt in meinem Rücken zu haben. Und der geht nochmal zurück und nimmt so die Axt so aus deiner Hand raus und schmeißt die in die Ecke. Funktioniert das? Ja. Wahrer Glaube? Ich bin mir sicher, dass nein, du kannst dich nicht gegen alles werden. Nein, aber ich kann mich nicht gegen den Mann glauben. Ich glaube an diese Axt. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Okay. Nun, den Typen haben wir aufgegabelt. Eigentlich habe ich ihn da hier hingeschickt. Tut mir leid. Gut. Den da draußen kenne ich auch noch vor. Seit kurzem. Aber eher nicht wirklich. Weiß ich nicht. Vielleicht seid ihr euch ja bekannt. Siehst halt, dass er kurz rüberblickt zu der Ecke, wo Mr. D steht und dann so leicht erkennend und so, du hast das Gefühl, dass er so einen leichten, furchtsamen Blick kriegt, als er ihn sieht. Oh, das nehme ich zur Kenntnis, denke ich mal. Ich kann mich aber dafür um den anderen da kümmern, während sie hier sich unterhalten. Warten Sie mal. Ich gehe mal kurz. Ja. Ich mache das dadurch wieder gut, okay? Okay. Und ob das vom Clan des Mondes, ich weiß es nicht. Ich würde sie eher als die rote Hand bezeichnen. Vielleicht ist das ja dasselbe oder auch was anderes. Das ist ein verkommener Haufen, den er hier gegründet hat. Ich bin halt neulich. Habe ich ein Foto auf dem Handy von dem Typen? Weiß ich nicht. Hast du eins? Ich habe da hin und her WhatsApp und so weiter. Hat er ein Profilbild? Hat er? Bin mir nicht sicher, ob ich schon. Dann würde ich ihn halt beschreiben. Ich bin einem Mann auf der Spur und würde dann halt eine Beschreibung abgeben. Ja, du siehst, dass er so nah dran ist, ein bisschen, dass ihn so die Wut ins Gesicht schießt und dann, ja, den kenne ich. Ich kenne ihn auch schon seit ein paar Jährchen. Eigentlich sollte der schon längst getilgt sein, aber dann hat er dieses Zeug entdeckt. Na gut, es scheint es ja erst seit kurzem zu geben, wenn ich das richtig weiß, aber gut. Ja, ihr unterhaltet euch drin. Fakt ist, ich hatte ihn vor kurzem schon gepfählt. Hätte ich damals schon gewusst, was ich jetzt weiß, dann würde er nicht mehr leben. Und die Welt wäre da so viel friedlicher. Gut. Der Weltfrieden ist mir relativ egal, ich will den Tod sehen. Oh, dann sind wir schon zwei. Und wenn Sie mir dabei helfen können, umso besser. Nun, momentan habe ich ein paar Probleme mit dem, was er hier entfesselt hat. Das haben wir schon bemerkt. Eure Soldaten, oder wie immer man es nennen mag, sind ein bisschen arg empfindlich. Gute Kämpfer, aber scheinen nicht viel einstecken zu können. Ja, aus den anderen Türen kommen jetzt inzwischen andere Gestalten irgendwie auch raus. Es sind um die, ihr würdet sagen, 10, 15 Gestalten, teils männlich, teils weiblich, kommen raus. Das ist eine Armee! Die wollen uns überrennen! Das sind zig!
gucken kurz in eure Richtung und der nickt so und teilt, also ein paar von den etwas stämmigeren bleiben an den Türen stehen und die anderen gehen dann raus. Aus der Tür, die ihr zuerst geöffnet habt, mit dem toten Ghoul drin, kommt eine ziemlich hässliche Frau raus, die im nächsten Augenzwinkern aber gar nicht mehr so hässlich aussieht, sondern eigentlich ganz nett, so. Ein bisschen wie so ein Starlet aus den 20er Jahren vielleicht. Und ja, die schleift den Ghoul halt hinter sich her. Es ist mir nicht entgangen, dass ihr wohl ein gewisses Interesse an uns habt. Ich denke, wenn ihr wolltet, wären wir schon tot. Nun, ihr seid die Einzigen, die gegen die Waffe immun sind. Seid. Und wir sind diejenigen, die tags wandeln können. Ah, davon gibt es genug. Was denkst du? Ja, ihr unterhaltet euch kurz. Ich springe kurz zu Jeremiah in das Nebenstübchen. Siehst dann so mit diesem wutverbrannten Blick irgendwie, dass der Mr. D sich da vor dir bewegt, kurz so vor dir rumtanzt, so hampelt. Dann die Axt irgendwie aufhebt aus der Ecke, die wieder so schön irgendwie in den Axthalter irgendwie an den Gürtel packt. Sich dann dir dann so die Hände und so gerade biegt, weil du warst ja gerade in der Ausholbewegung, dann schnippt er kurz vor dein Gesicht und du deine Spannung entlädt sich gerade, aber natürlich, weil du jetzt eine ganz andere Körperhaltung hast, so ganz komisch nach vorne. Du musst dich erstmal ein bisschen abfangen. Ja, doch. ich würde mich umdrehen zur Tür, ja, und steten Schrittes dem Prinz hinterherlaufen, Griff zur Axt und wieder ausholen. Griff zur Axt. Also wenn ich diesmal sage ich aber nichts. Und wenn ich das... Du drehst dich rum. Gut, ich weiß ja nicht. Warte mal, du drehst dich rum, gehst einen Schritt nach vorne, in dem nächsten Augenblick steht der die vor dir und macht so, nein! Dann würde ich auf ihn ausholen. Dann schau mal zu. So, so von unten her. Ja. Okay, du schlägst zu mit einem Uppercut, oder was? Ja, so in etwa, weil die Axt hängt ja in ihrem Halter, am Gürtel. Ja, diesmal ist er nicht so, dass er ausweicht oder so. Du siehst ihm in einem Augenblick so, schaust du ihm ins Gesicht so zum Ablenken, mit so einem hassverzerrten Gesicht vielleicht. Und dann schnellt deine Faust nach oben und diese Schmerzen hast du noch nie gefühlt, deine Knochen brechen gerade, als du ihn am Kinn erwischst. Du wirst jetzt gegen die Wand geschlagen. Okay. Knack, es macht richtig knack, 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 knack und du hast bestimmt also ganz viele, ja, wie nennt man die, Stauchbrüche in deinen Fingerknochen. Ja, okay. Und das tut unglaublich weh. Gewalt führt doch zu nichts. Bleiben wir erstmal hier und unterhalten uns in Ruhe. So. Ich würde zu meinem Flachmann greifen und nochmal einen kräftigen Schluck daraus nehmen, bis er leer ist. Ja, du merkst ganz schnell dann, wie die Knochen anfangen zu heilen, während Dave sich weiter unterhält mit Mr. Wu. Oder John und Alt Konstantin ja auch. Kennst du Mr. D? Also. Den fragst du jetzt? Ja, ich wollte den Wu fragen, ob er die kennt. Achso. Ja. Flüchtig. Kommt mir bekannt vor. Wir hatten einen Deal vor langer, langer Zeit. Was denn für einen Deal? Geschäfte. Nun ja, das geht uns ja auch nicht wirklich was an, in welcher Geschäftsbeziehung ihr miteinander steht. Nun, er scheint hier und da mal aufzutauchen. Wie eine lästige Mücke, aber gut. Nun, ja, zu uns vielleicht.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, wo Mr. Blairs Familie sich befindet. Nehme an, dass Mr. Blairs Familie in Sicherheit ist, so wie es unsere Abmachung war. Gut. Gut, wir helfen euch. Und seine Familie kommt frei, unbeschadet und unverändert. Ja, dann hörst du so ein zischendes Geräusch von schräg hinter dir und die Frau, die den Ghoul hinter sich herzieht, zischt so ein bisschen in eure Richtung. Was ist mit meinen Clansbrüdern? Sie haben sie abgeschlachtet. Also wir haben ihren Clansbrüdern gar nichts. Das war dieser Irre mit der Axt, aber gegen den kann man auch nichts machen. Haben sie das mal versucht? unzählige Male. Sehen Sie? Er versteckt sich hinter seinem... Und dann guckt sie so verächtlich in deine Richtung. Dann siehst du wieder so kurz so ein Schimmer über ihr Gesicht laufen. Die ist ja eigentlich ganz hübsch so. Aber auf einmal wirkt sie so wie so eine Fratze, die sich dahinter da verbirgt. Und dann was sofort aber dann wieder wegwischt. Versteckt sich hinter seinem Glauben. Feiger Hund, versteckt er sich in Kirchen. Nun, er hat einen gewissen Ehrgeiz, der unverkennbar ist. Also im Kirchen in Weinen sind wir ganz gut. Das hat er nicht gesagt. Kirchen in Weinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat es gesagt, oder? Ja. Also war er es, also muss er leiden. Bringt mir seinen Kopf und bringt mir seinen Kopf und die Blairs sind sicher. Also du kannst ihn ja auch ganz nehmen, ne? Er ist da drüben. Guckt so in die Richtung. Nun, er war einmal einer der Euren, soweit ich das verstanden habe. Oder einer eurer Diener. Umso schlimmer, oder? Ein Verräter. Der sich für was Besseres hält und sich als Diener Gottes schimpft. Ja, vielleicht sind eure Arbeitsbedingungen auch nicht so strebenswert. Mag sein. Hier ist alles in Ordnung. Ich hab den, glaube ich, im Griff. Blickt sich so zu dir um, während du dann einen Flachmann austrinkst. Was haben Sie jetzt denn vor, Mr. Hill? Ganz ruhig. Wir sind doch alle Freunde hier. Ich gehe nur meinem Beruf nach. Können Sie das vielleicht ein paar Minütchen mal... Wir haben andere Probleme als das, was Sie denken. Ich habe große Stücke auf Sie gesetzt. Ich habe viele $100 gewettet. Also enttäuschen Sie mich jetzt nicht. Und benutzen Sie einmal in Ihrem Leben das, was im Kopf ist, anstatt das, was in der... was Sie implantiert haben halt. Ich würde gern Wu fragen, ob er weiß, wo Johnny ist. Das Zeug hat ihn geholt. Ja, und dann? Wir wissen nicht, was es mit einem macht. Uns tötet es. Du hast doch diese Wesen gesehen, diese Zombies oder was immer das für Kreaturen sind, mit denen wir jetzt schon mehrfach zu tun hatten, im Hotel, auf dem Weg zu John. Die Waffe, die er bekommen hat. Mr. Wu, können Sie mir das noch mal kurz zusammenfassen? Es gibt also die Hand, die Maske und die Zombies. Gibt's noch mehr? Die Hand ist die Gruppierung unseres Freundes.
Guckt so zu Dave rüber. Dave ist die Hand. Nein. Das sind die bösen Jungs. So könnte man es sagen. Die halten sich für die guten Jungs. Nur ja, sie arbeiten schwer daran, dass ich meine Stellung hier finde. Und weil sie nicht stark genug sind, haben sie eine Waffe entwickelt, stark macht und nun, sie sind kurz davor zu gewinnen. Wir können uns aus dem Themenpark nicht mehr raustrauen, ohne sicher zu sein vor den Angriffen. Und was mit der Stadt passiert ist, habt ihr ja wahrscheinlich selber mitbekommen. Und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Soldaten bekommt der Feind. Und wir dachten eigentlich, mit unserem Deal mit euch würden wir einen Vorteil erringen, weil ihr anscheinend immun dagegen seid. Ist nur die Frage, wo wir den Herrn finden. Wir können ja schlecht ganz New York nach ihm absuchen müssen. Oh, er wird hier hinkommen. So gemeinsam los, ihr, wir, Waffen, so bang, bang. Und dann hier die Hand wegmachen? Das wäre eine gute Sache, aber wie ihr gesehen habt, sind meine Krieger etwas, naja, anfällig. Gibt's da für mich Neoprenanzüge? Dank der Dame dort hinten ist der Themenpark halbwegs sicher. Und er blickt so in eine Richtung, das ist halt so eine etwas breitschultrigere Frau mit so einem ziemlich altbackenen Gehrock. Und einer schwarz umrandeten. Ist nur die Frage, wie lange das Brille ist. Ja. Eine gute Taktik war immer noch, sich schwach zu zeigen und dann zuzuschlagen. Wir sind schwach, oder? Ich habe es falsch verstanden. Wir brauchen uns gar nicht schwach zeigen. Ihr könnt also nichts gegen dieses Zeug machen. Doch, wir brauchen es gut überraschend schnell umbringen. Aber Feuer ist ganz wirksam. Das ist immer wirksam. Nicht schießen. Bisher stehen wir noch hier. Und ob wir immun sind, kann ich nicht beurteilen. Also Johnny war es nicht. Ihr wart im Epizentrum. Unsere Ghule haben uns berichtet, dass ihr da wart, wo die Waffe explodiert ist. Ja, die ist bei uns im Zimmer explodiert. Du meinst im Hotel. Guckst du erstaunt in deine Richtung? Ich glaube, wir hatten uns in der Badewanne versteckt und überlebt. Und wir konnten uns der Bombe noch rechtzeitig entledigen. Dafür hat es andere getroffen. Alle anderen im Hotel sind inzwischen tot. Und wir sind davon ausgegangen, dass ihr irgendetwas besitzt, was euch besonders macht im Kampf dagegen. Nun, vielleicht sogar die Ghule sind gestorben. Nun, wir leisten ja tatsächlich immun. Vielleicht sind wir nicht immun, aber wir besitzen auf jeden Fall irgendwas, was ihnen hilft. Beim letzten Aufeinandertreffen konnten nämlich wir drei und diese Zombies ultra leicht besiegen. Und hier unser Chef Oberkiller Hunter Monster hat sich da den Ast abgebrochen, um irgendwas zu reißen. Also er hat sich etwas dilettantisch angestellt, das stimmt wohl. Ja, also das müssen sie jetzt auch von unserer Warte aus sehen. Es mag ja sein, dass wir irgendwie was Besonderes sind, allerdings sind wir nur drei. Ja, sind wir nur drei und da draußen sind Tausende von diesen Dingern. Ich meine, wer zündet denn so eine Waffe eigentlich? Hier, ihr Feind Verrückte, ist ja schön. Mr. Blair, Verrückte. Ja, das habe ich auch festgestellt. Aber erst wird hier davon geredet, ja, das ist der Feind oder sonst wie was. Und ich bin da ein bisschen gerade verwirrt, warum ihr Feind denn so dumm ist, da so eine Waffe zu zünden.
Ich verstehe. Ist die Frage, ich verstehe diese auch nicht. Ich habe lange daran gearbeitet, den Clan des Mondes aus der Stadt zu drängen. Ja, aber Also die Mondkinder sind die Bösen. Die ganz Bösen. Nicht die Teilbösen wie ihr. Das sind die Bösen, ja. Okay. Aber es sind Vampire wie ihr. Ja. Es macht für mich keinen Sinn, eine Waffe zu entwickeln, die gegen Vampire extrem erfolgreich ist, wenn ich selber ein Vampir bin. Kommt drauf an, wer sie kontrolliert, oder? Es ist wohl so. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie immun sind. Oder wenn sie immun sind, dann müsste es so eine Art Heilmittel oder Gegenmittel dagegen geben. Oder wenn eure Theorie richtig ist, dass sie immun sind oder sie kontrollieren können, dann muss es ja eine Art Steuermechanismus geben, eine Kontrollmöglichkeit. Mr. Wu, wir hatten ein Aufeinandertreffen, ein unglückliches, zufälliges einen kleinen Umtrunk mit Vampirblut, zufällig. Und dann Und dann haben teilweise Leute von uns geleuchtet. Was hat es damit auf sich? Nun, es kommt drauf an, was ihr für eine Art Blut ihr getrunken habt. Manche von uns haben die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die dem normalen Betrachter verborgen bleiben. Haben Sie so jemanden hier? Ja. Was sieht er? Guckst du der Dame in dem Gehrock rüber? Sehen Sie was? Ich würde einfach nur zeigen, der leuchtet ein wenig, der leuchtet ganz stark. In der Tat. Nickt so. Warum leuchten Menschen? Weil sie etwas Besonderes in sich haben? Können Sie jetzt auch noch feststellen, was wir haben? Nun, ich könnte eine Analyse anstellen. Dafür müssen Sie mich wahrscheinlich umbringen, oder? Nicht zwingend. Sollten wir das dann vielleicht tun? Es gab da noch eine junge Dame, die ganz extrem geleuchtet hat. Die zufällig in der Nähe unseres Mr. Hill wohnte. Zieht so eine Augenbraue hoch. Kennen Sie hier Kinder der Gaia oder sowas? Wollte ich gerade erzählen. Entschuldige. Wir haben die junge Dame im Hauptquartier von Hunter gefunden. Gaia ist und das, was die Wolfskinder als Welt bezeichnen, als manchmal bezeichnen sie sich selber auch so. Nun, die Dame war dort gefangen. Sie hat Bienen gefuttert. Und sie hat wie geschwebt. Das ist unmöglich. Und sie leuchtet sehr hell. Hell wie die Sonne. Schon fast. Also wenn ihr sagt, dass Menschen, die leuchten, etwas Besonderes sind, dann muss hier etwas ganz extrem Besonderes sein. Helfen uns besondere Sachen? Immer. Wann sollten wir sie holen? Wenn ihr meint, das ist eure Sache. Ihr seid die Experten im Umgang mit diesem Zeug. Wir können uns keine 3 Schritte daran herantrauen. Was passiert dann mit euch? Hast du ja schon gesehen, ne? Was mit dem Vampir ist. Stimmt. Und zu Staub zerfallen. Tja. Ja, währenddessen kämpfte Jeremiah mit seinem inneren Selbst und Mr. D, der ihn nicht vorbeilässt. Mhm. Ich weiß aber nicht, was ich gegen ihn tun kann. Wahrscheinlich, er redet auch immer auf dich beschwichtigend auf dich ein. Es hilft nichts, aber ich weiß, dass ich nichts gegen ihn ausrichten kann. Scheint mächtiger zu sein, als ich gedacht habe. Ja.
Und dann würde ich wieder mit das nächste. Versuche mir noch was einfallen zu lassen, wie ich an ihm vorbeikomme. Wird Mr. Wu nochmal ansprechen. Und ihr habt mit dem da, also wird in Richtung Mr. D da gucken. Jetzt auch im Deal? Nein. Kommt eine ziemlich schnelle Antwort. Aber es wundert euch nicht, dass er hier ist. Wir können ihn nicht davon abhalten, dass er hier ist. Habt ihr nicht hier so einen entbehrlichen Mitarbeiter übrig, der hier so einen Deal mit ihm machen kann, dass die Bösen weggemacht werden? Er fängt an zu grinsen. Ich glaube, so einfach lässt er uns nicht davon kommen. Ja, lässt euch nicht davon kommen. Aber was für eine Rolle. Hat er schon mal einen Deal abgeschlossen mit dem guten Mr. D? Nee, nein, semi. Nee, die Antwort finde ich gut, die möchte ich auch geben. Ich nein. Sagen wir so, seine Preise sind verhandelbar, aber meistens ziemlich hoch. Das dachte ich mir schon. Aber was für eine Rolle spielt er in diesem Spiel? Fragen Sie ihn selber, wenn er Ihnen keine Auskunft gibt, dann ist das wahrscheinlich das, was ich auch erfahren würde von ihm. Aber scheint ein gewisses Interesse daran zu haben, dass Sie hier im Leben bleiben. Ja. Hat er das? Also ich versuche sie gerade am Leben zu halten, aber nur um meinen Fehler wieder auszubügeln. Was für ein Fehler? Naja, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Typ seinen Kopf nicht benutzt. Jetzt bleiben Sie doch mal weg, Mr. Hill! Weg da! Nein! Und in der Tat ist Mr. Hill nur bedingt eine Hilfe. Ich habe gedacht, ich würde Ihnen echt helfen. Tut mir leid. Aber wir drehen uns hier gerade im Kreis. Wir sollten irgendwas machen, was wir machen wollten. Gibt es denn... Na gut, ihr sagtet, er wird hierher kommen. Wie ist denn sein Name? Maximus hieß der für mich, sehr früher. Wie viel früher? Heute nennt er sich Max meistens. Aha. Max. Ja. Er ist ziemlich alt. Älter als ich. Und er kann das also nicht mit ansehen, dass ich diese Stadt beherrsche. Und nicht er. Wenn die wirklich auf dem Weg hierhin sind, sollten wir uns dann vielleicht nicht so ein bisschen bewaffnen oder vorbereiten? Das wäre gut. Habt ihr hier was? Was wollen Sie haben? Ja. Irgendwas mit einer sehr großen Mannschaftswirkung. Mit einer was? Also, dass ich viele Menschen davon abhalten kann, nah dran zu kommen. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber irgendwas, was groß Knall macht. Bomben. Hm. Ja. Ich denke, das wäre zu einfach. Beziehungsweise, wenn das helfen würde. Hätten wir es schon längst gemacht, ja. Er hätte Wohl, das schon längst. Wir kommen ja nicht zueinander ran. Ich bin immer noch dafür. Wollen wir uns nicht irgendwo an einem sicheren Ort verstecken? Nun, der sicherste Ort für mich ist hier, wo wir von den Ritualen der Tremere geschützt werden.
Was für Dinger? Ja, er guckt, der gute John legt auch so leicht den Kopf schief. Ich weiß nicht, ob ihr davon was in Jeremiahs Tagebuch irgendwie da mal gelesen habt, ob der also Jeremiah mehr kennt, aber... Die klassischen Clans, keine Tremers. Zauberei gab's im Wilden Westen nicht. Tja. Ist die Frage, ob eure Behausung halt auf ewig sicher ist. Das wage ich zu bezweifeln. Garantiert nicht, deswegen haben wir ja versucht, mit euch ein Bündnis zu schließen. In der Hoffnung, dass ihr dies oder für uns das Problem löst. Aber anscheinend wisst ihr auch nicht mehr als wir. Seid auch nicht schlauer oder sonst irgendetwas. Ich meine, das Einzige, ihr seid, was ihr kann, ist, dass ihr immun seid gegen dieses Zeug. Ihr seid ja echt sehr unterhaltsam. Ich meine, ihr versucht es sicherlich schon, wer weiß wie lange, und habt es bis heute nicht geschafft. Nun. Dieses Wesen existieren erst seit der Explosion. Ja, diese ja, aber Max, wie ihr ihn nennt, schon länger. Ja, siehst du, so ein, jedes Mal, als du den Namen sagst, so erkennst du so ein bisschen so deine Gefühle wieder, wenn du an deinen Freund denkst. Also ja. Ungefähr gleich scheint er auch über ihn zu denken. Also solltet ihr nicht über uns urteilen, wenn ihr selber schon seit längerer Zeit versucht, diese Kreatur zu töten. Ich hatte ihn neulich fast. Es hat nicht viel gefehlt. Aber da war ich noch unwissend diesbezüglich. Dieser Fehler wird nicht ein zweites Mal passieren. Noch einmal wird er mir nicht hinkommen. Sofern er sich in einem Kampf stellt. Aber ich denke, ihr habt recht, er wird früher oder später kommen. Und er wird sein Werk vollenden wollen. Er will meinen Thron. Der steht nun mal hier. Ich denke, er will mein Blut. Wahrscheinlich. Es wird ihm noch schlecht bekommen. Ist das so? Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe es zumindest. Okay. Vorschlag. Wenn die ganzen Viecher hier angreifen und wir euch genug Sprengstoff geben, um es in die richtigen Positionen zu bringen, könntet ihr es benutzen. Quasi eine Schneise brennen und unseren Kriegern ermöglichen, zum Zentrum vorzustoßen. Irgendwo muss ein Vampir sein, der sie kontrolliert. Das sehe ich auch so. Wir sollten sie also... Da wir nicht nah rankommen... Seid ihr doch prädestiniert dafür. Also, Sie wollen... Ich habe eine Idee. Ich sagte ja, Schwäche zeigen. Wie wär's, wenn wir sie hierher locken? Sie kommen schon von alleine her, ja. Richtig, wir sollten sie hierher locken. Um sie dann hier zu überraschen, eine Falle zu stellen. Dann könnte der Sprengstoff und ich weiß nicht, was ihr hier an brennbaren Flüssigkeiten habt, wie Heizöl, Benzin. Genug. Oh. Mein Vorschlag wäre, sie hier rein, hierher zu locken, Schwäche vorzugaukeln, ihnen einen vermeintlichen Triumph gönnen und dann zuzuschlagen. Der Triumph wäre mein Tod. Deswegen. Weil sie nicht ruhen werden, bis ich tot bin? Nun, wie gesagt, den Triumph vorzugaukeln, den Triumph in greifbare Hände zu geben. Den Anschein zu erwecken, ja, versteht mich nicht. Offensichtlich. Ich soll meinen Tod vortäuschen, oder was? Oder ein schwaches Opfer darstellen, wie auch immer, eine Scharade spielen. Wenn wir die Viecher hier reinlassen, sind alle meine Freunde hier tot und ich auch. Und das weiß er. Ja.
Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, Vorkehrungen zu treffen, dass dem nicht so ist. Und wie? Wenn ihr eine Idee habt, bitte. Ja, aber ihr wollt an ihn heran. Also müssen wir an ihn herankommen, irgendwie. Wir müssen ihn locken. Er wird nicht herkommen. Er wird nicht herkommen, solange es für ihn ungewiss ist. Man muss ihm einen triumphalen Einzug ermöglichen. Im Erfolg wird er schwach sein, im Erfolg wird er unvorsichtig sein und dann schlagen wir zu. Wie gesagt, der Erfolg ist mein Tod und den habe ich nicht willens, zu ihm zu gönnen. Natürlich nicht. Können Sie noch einen Asiaten auftreiben? Was? Ja, hat Jeremiah inzwischen eine Idee, wie er an dem Typen vorbeikommt? Er hat immer noch keine Ahnung. Er wird es ja nochmal mit der Axt oder so versuchen. Aber nachdem ich mir die Hände beim Zuschlagen gebrochen habe, ist es sehr ungewiss, dass ich... Ja, du versuchst nochmal mit der Axt zuzuschlagen und im Augenblick, wo die Axt auf ihn aufträgt, ist es auf einmal ein Gummihuhn. Und dann piep! Quietsch! Quietsch, quietsch! Was ein paar Mal auf seine Weil das mich noch viel saurer macht. Meine schöne Axt in einen Gummihuhn zu verwandeln, das ist unverschämt, was du... Unser Freund hier scheint ja sehr mächtig zu sein. Ja, nicht wundere, dass er nicht mit ihm redet. Ich versuche keine Deals mit ihm, nicht mehr mit ihm zu machen. Okay. Das ist euch euer Leben wert. Wie gesagt, seine Preise sind hoch. Gut. Und sie haben viel zu verlieren. In der Tat, ich weiß nicht, was er fordern würde. Genau. Ich würde mir nochmal überlegen, wie der Park aufgebaut ist. Ja. Wie wir da reingekommen sind. War das so weitläufig oder war das eher so schlauchartig? War schon ziemlich, also ihr seid relativ, wertet ja eine Karte, also ihr seid schon ziemlich zielstrebig in die Mitte gelaufen, aber man kann sich da auch. Ich würde halt versuchen, mich zu erinnern, ob es eine Möglichkeit gibt, quasi die so irgendwie zentral, also die reinzulassen, so an einen Punkt, wo sie zwangsläufig dran vorbei müssen, wo sie nicht dran vorbei können, so ohne weiteres. Und ob man sie da irgendwie, sag ich mal, sammeln kann, ein bisschen aufhalten vielleicht, nur einen kurzen Moment, sodass sie halt quasi in einem Engpass oder was? Engpass, ja, aber halt so, dass sie nicht einzeln durch müssen, sondern tatsächlich reinkommen, sich das irgendwie anstaut, genauso, und dann halt durch Barrikaden vielleicht erstmal nicht weiterkommen, sodass sie halt quasi zwangsläufig da anstauen. Eingang hier in das Haus war. Ja, Detroit am Eingang. Ja, dass man sie da einfach reinlässt und dann dort quasi eine Explosion stattfinden lässt, dass da ein Großteil der Kreaturen halt probieren kann. Hier, die Drehtore, die blockieren wir. Und ein Stück davor stehen ja die Kassenhäuschen. Ja. Dass wir die Kassenhäuschen dann komplett verminen. Und wenn die halt alle so, die Zombies da so vorgekommen sind, dann machen wir Piep und die Kassenhäuschen gehen hoch. Mhm. Gut. Ja, wir sollten sie rein. Dann müsste aber immer noch einer von euch den Vampir holen. Der die ganzen Zombies kontrolliert. Gut. Wir haben ja unseren Vampirkiller. Den können wir einfach durch den Wartungsausgang. Ja, der ist noch hier. Quietsch, quietsch, quietsch. Der Vampirkiller. Und Stipnos ist eingefroren, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Das ist eine epische Pose. Ja. Man friert eigentlich meistens in einer ziemlich epischen Pose ein. So gehört sich das. Ja, okay. Ihr lasst euch was einfallen und vertraue euch soweit. Gut, wir sollten nochmal
unsere Möglichkeiten studieren, beziehungsweise den Park studieren, wie wir das taktisch am besten angehen. Mhm. Dann würde ich Richtung Jeremiah rüber gucken. Jeremiah, bist du friedlich? Kommst du wieder? Ich komme raus, ja. Ja. Wenn er mich durchsetzt. Wahrscheinlich nicht. Ich bin da noch nicht so, so sicher. Ich würde ihm dieses Huhn durchs Gesicht ziehen. Quietsch, quietsch. Einfach um mich abzureagieren. Jeremiah. Hilft tot nicht. Durch Hühnchen. Irgendwann, ja. Durch Bongo Bongo, ja. Du hast die Kreaturen da draußen gesehen. Auch du müsstest ein gewisses Interesse daran haben, dass diese Kreaturen gestoppt werden. Müssen sie Kopf anstellen. Ich vertraue der Stimme, die mir immer sagt, töte sie. Sagst du das? Nein. Niemals. Meine Einstellung gerade. Das ist das Problem. Ja. Das Problem ist, Jeremiah, wir können dich nicht mitnehmen, wenn wir dir nicht trauen können. Ich bin die vertrauenswürdigste Person hier. Alle anderen, ich würde dich... Quitsch, außer dich. Genau. Trotzdem würde ich das mit vollem Ernst zu euch sagen. Ich bin die einzige Person, die ihr trauen könnt. Anderen würde ich kein Pfifferling mehr trauen. Deshalb glaube ich dir nicht, Jeremiah. Weil du unwissend bist. Vielleicht liegt es an dem Zeug, was in ihm drin ist. Das könnte sein. Könnte sein. Aber wir brauchen den, glaube ich. Oder? Ja, wir brauchen ganz dringend Jeremiah. Ich glaube, ohne ihn wären wir jetzt nicht hier. Nun, ich könnte da was machen. Kostet halt. Bisschen. Quietsch. Irgendwann wird er sterben. Tja, es kommt auf den Preis drauf an, wer ihn bezahlen soll. Kommt auch drauf an, wer genug anzubieten. Was bieten Sie denn, Mr. O'Malligan? Für Ihre Rache. Oder Sie, was Mr. Blair, für jemand, die Sicherheit für Ihrer Familie. Was könnte denn für jemand wie Sie von Interesse sein, was ich Ihnen bieten könnte? Meine Seele vielleicht? Oh, das ist ein äußerst interessantes Angebot. Das lässt sich doch ganz gut verhandeln. Nun, das war jetzt eher eine rhetorische Frage. Also ich meinte das schon ziemlich ernst. Das wäre ein Angebot, was ich durchaus annehmen würde. Was haben Sie zu verlieren? Sie kriegen alles, was Sie wollen? Seele braucht doch eh keiner. Nicht wahr, Mr. Hill? Ich bin im Wahn. Ich muss diesen Vampir töten. Ich bin im Wahn. Welchen Vampir willst du töten? Alle! Alle! They all deserve to die!
Und sie können bewirken, dass dieser Knirps sich beruhigt und in unserem Sinne handelt. Zumindest kann ich das Zeug aus ihm rausholen. Was für Zeugs? Das ihn da die ganze Zeit beeinflusst. Was für Zeugs? Das schwarze Zeugs? Ja. Ich ziehe meine Knarre und lege auf Hill an. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Mr. O'Malligan, es bringt uns jetzt nichts, wenn Sie den Mr. Hill erschießen. Ja. Dann sind wir das genauso Problem schlimm ist, wie selbst, wenn, selbst wenn ihr das Zeugs aus ihm rausholt, wird er wahrscheinlich genauso reagieren. Ohne Sinn und ohne Verstand. Vielleicht möchte der Mr. Hill ja einen Deal mit mir eingehen. Ich war gerade etwas abwesend. Was ist passiert? Sie wollten einen Deal eingehen mit Mr. D. Wir sind am Überlegen. Dave hat seine Seele angeboten. Rein rhetorisch, genau. Und wir wissen jetzt, dass Jeremiah befallen ist. Und es quietscht überall von einem Gummihühnchen, das Mr. D durchs Gesicht fährt. Ja, die ganze Zeit. Das Gummihühnchen habe ich ja noch mitbekommen. Und ich guck wahnsinnig ihn an und versuche ihn mit diesem Gummihuhn zu töten. Ja, und Dave steht, und John steht so ein bisschen mit dieser Gesamtsituation gerade total überfordert, quietsch, oder? Quietsch, quietsch. Ich will meine Familie wieder haben. Der rastet mit einem Gummihühnchen aus. Woher kommt dieses Gummihühnchen? Ich würde in Richtung John, gucken. Was ist dir deine Familie wert? Alles. Aber wir verhandeln hier um das Schicksal von denen und nicht um unser Schicksal, so wie das hier aussieht. Ja gut, was aber auch das Schicksal deiner Familie ist, wie du wohl weißt. Ja, natürlich. Allerdings, das ist... Jeder hier hat was anzubieten. Nun, du sagtest gerade an. Außer Hardcastle, der hat ja schon bekommen, was er wollte. Ich würde, Mr. D, einen Moment, John, komm mit. Okay. Ja, ich folge dir. Ich denke, dass Mr. D einfach nur ein Synonym ist. Und gut, wenn es Vampire gibt, dann wird es auch den... Ich würde mal da unten... schau an den großen Grillmeister geben. Was ist dir deine Familie? Alles, das sagte ich doch schon. Auch deine Seele? Also wenn ich an so einen Schwachsinn glauben würde. Das ist gut, Dick. Dann werden mir meine Arbeit nur halb so viel Spaß machen. Du wertest sie ab. Dann ist es... Das ist ja vielleicht ein leichtes für dich, einen Vertrag zu unterschreiben. Genauso was würde ich für die Rache meiner Mutter tun. Also möchtest du auch diesen Vertrag unterschreiben? Ich gucke hier mal ganz so, ja, möchtest du? Mittlerweile ist mir alles egal. Mir ist egal, was mit den Vampiren da drüben passiert. Mir ist egal, was mit New York passiert. Mir ist nur eins wichtig, dass diese Kreatur krepiert. Geht mir ähnlich. Was haben wir denn zu verlieren? Also, wenn du sagst, diesen Schwachsinn gibt es nicht, ich vermag es nicht mehr zu beurteilen, aber letztendlich ist mir mittlerweile alles egal. Ich will nur noch eins.
Und wenn diese Kreatur da vorne, dieser Mistel, die Möglichkeit dazu hat, mir dies zu ermöglichen, dann wird das vielleicht das Letzte sein, was ich tue. Aber ich tue es mit Genuss. Ja, da ist was dran. Und wenn es dir deine Familie bringt? Wenn wir denn davon wiederkommen, aber ja. Das ist noch besser als das, was sie jetzt... Der Prinz hat es versprochen. Und ob sie sich daran halten oder nicht halten. Es ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Und bisher haben sie uns nicht getötet. Es gab mehrere Situationen, wo das hätte geschehen können. Das stimmt auch wieder. Und ja, gut, komm. Scheint etwas Besonderes zu sagen, aber... Ja, der gute Konstantin, der, ich glaube, er hat manchmal mehr Glück als alles andere auf der Welt. Wo hat er das wohl her? Wo kann man Glück kaufen und was kostet es? Das kostet den Verstand. Ich denke... Wir sollten es wagen. Du für deine Familie, ich für meine Mutter, also auch für meine Familie. Na, da ist was dran. Also dann. Dann lass uns diesen Mr. D ins Gesicht lachen und sagen: Buh, we are the Boogeyman. Ja, dann würde ich halt mit ihm zurück. Ich würde nochmal den Mr. Wu anschauen, der unser Deal steht. Welcher Deal? Wir töten Max und seine Familie wird freigelassen. Unversehrt. Ihr garantiert für ihre Freiheit. Am besten ein schönes Häuschen ganz weit weg von hier. Alles, also das ermöglicht. Alles möglich. Wo es schön sonnig ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, ich habe Leute, die könnten das durchaus organisieren. Darum geht es. Darum geht es uns. Eine Bedingung. Ja. Max stirbt durch meine Hand. Hauptsache er stirbt, oder? Er gehört mir. Ich will ihn töten. Ich werde das letzte Mal machen. Es ist egal, wer ihn umbringt. Hauptsache, er ist aus dem Weg. Gut. Mr. D. Mr. Devil. Mr. Ja, jetzt ist doch mal gut, Mr. Hill. Aufhören! Pitch, pitch, pitch! Ich hätte dieses Hühnchen. Mr. Blair und meine Wenigkeit sind bereit, mit Ihnen einen Handel einzugehen. Oh. Der Preis wurde schon genannt. Ja. Jetzt hören Sie doch mal auf, Mr. Hill. Stopp jetzt! Und du erstarrst wieder in der Bewegung kurz. Muss hier kurz einen Deal haben. Ich komme gleich wieder zurück zu Ihnen. Das Gummihütchen schwingt so nah. Komm gleich zu ihm zurück, ich muss hier kurz einen Deal abschließen. Die Arbeit geht vor. Ja? Also, von diesem Typen das schwarze Zeugs raus. Ja? Dann... eine Möglichkeit, wie wir ungesehen an diese Kreatur gelangen können. Mhm. Ja. Schon. Also, wenn meiner Familie nichts passiert und
ja, wir diesen Scheiß hier zusammen erledigen, dann bin ich auch bereit, bei ihrem was auch immer zu unterschreiben. Eine Bedingung, Max drückt auf meine Hand. Das kann ich nicht beeinflussen, aber... Ich gucke in Richtung Cherawaya, also ein wenig Unterstützung täte vielleicht nicht schaden. Ja, unterstützen aber Sie ihn doch mal, du kannst dich gerade jetzt wieder bewegen. Ich würde versuchen, an ihm vorbeizulaufen, wenn er nicht direkt auf hinter Tür steht. Ja, wo willst du hinlaufen? Auf den Prinzen zu. Okay, in dem Moment drücke ich ab. Rein, ja. In dem Moment drücke ich ab. Puff. Ich drücke ab, ich schieße auf Jeremiah, das ist mir scheißegal. John! Ja, ist John springt zur Seite. Ja. Schieß mal, guck mal, wie viele Erfolge du kriegst. So, was war nochmal? Schießen, das war oben irgendwas mit Dexterity und Firearms. Was soll ich würfeln? 3. Du machst mal. Ich war sowieso gefroren. Nee, ich kann mich ja wieder bewegen. Ah. Dexterity und Athletics. Und dann machen wir das mal vergleichend, das ist ganz gut. Mhm. Weil du bist ja auch gepimpt gerade. Er hat Glück. 5, 5, 4, 4, 6. 6, 6, 1, 2, 10, 2. Ja, dann schaffst du es sogar in einer Art Neo-Matrix-Style der Kugel auszuweichen. Leute auf den Prinzen zu. Dann würde ich die anrufen. Stopp eben. Okay. Ich will ihn auf die Seite drücken, so. Ich will weiter auf den Prinzen zulaufen. Wen drückst du zur Seite? Dave. Dave zur Seite, okay, ja. Ja, du läufst durch die Tür durch den kleinen Gang, der hinter der Tür war, und ja, dass du gerade in den Hauptraum reinkommst, stellt dir jemand ein Bein, was du nicht erwartet hast, weil da vorher keiner stand. Und ja. Du legst dich einmal lang. Ja, und als du auf den Boden aufschlägst, macht es Quiep und unter dir ist das Hühnchen. Also kommst du die Lache und nicht am Boden lachen. Ich rappel mich auf und nimm das Gummihuhn, häng es in den Axthalter und lauf auf den Prinzen wieder zu, wenn ich wieder aufgestanden bin. Dich packt jemand hinten am Schlawittchen und hebt dich über, irgendwie hoch und dann kannst du zappeln. Und, Bestes, Mr. D? Ja, ja. Ich sollte dich ja stoppen. Ich guck so zu ihm und mein, lass mich runter. Nein, nein, nein. Ich will Sie sind, meinem Beruf Sie, nachgehen. Sie sind Bestandteil meines Deals, den ich noch nicht fertig abgeschlossen habe. Also gedulden Sie sich oder machen Sie Ihren eigenen Deal. Eins nach dem anderen. Ich bin hier gerade gut im Geschäft. Also, kommen wir zurück. Zwei Seelen dafür, dass ich das Zeug aus ihm raushole und sie zu dem anderen Vampir bringe. Mit oder ohne Gummihuhn, das ist wichtig. Ich glaube, das Gummihuhn wurde uns verraten. Ist ja schon, seine Axt wäre schon. Und sie garantieren, dass er jetzt nicht gleich wieder auf den Prinzen loshetzt, weil sonst müsste ich gleich eine Reklamation schreiben. Können Sie einen aus dem Gummihuhn ein vampirkillendes Gummihuhn machen? So aus Knoblauch gefertigt? Ein Knoblauchgummi. Wunderschön. Ich glaube, das Gummihuhn ist in seinen Händen eh schon für Vampire nicht so angenehm. Nun. Wo muss ich unterschreiben? Ja, neben dir erscheint so ein Schreibtisch, wo so ein Papierstapel drauf liegt. Haben Sie eigentlich einen Stuhl gefunden?
Nein, immer noch nicht. Erinnern Sie mich nicht daran. Ich würde die Machete nehmen und mir am Finger ein bisschen was aufschneiden. Ich glaube, in Ihren Kreisen macht man das so. Unser Teil mit der rechten Zeigefingerspitze halt in dem Blut ein bisschen eintucken und wird dann halt meinen Namen dahin schreiben. Und, sehr schön. Genau, ja. Und den Vertrag. Mhm. Er hat mich erschrieben. Und jetzt Mr. Blair. Mit Blut oder? Na, wir machen das mit Blut, oder? Das hat irgendwie so das hat sowas. Schon Stil, oder? Ja, finde ich auch. Ich halte die Machete. Gerade in diesen Räumlichkeiten ist das geradezu Pflicht. Könnte das so eine Kettenreaktion von bösen so Vampirzähnen auslösen? Echt. Die hatten ihren Wunsch schon. Ich bin auch ruhig. Ja, ich halte die Machete. So bitte schneide. Ich schneide mich dann an der Machete. Und tunkt dann da so ein Kuli so ein bisschen in den Blut, was so am Finger hertropft drinne und schreibt dann John Blair damit. Mhm. So, wie sich's gehört. Wie sich's gehört. Und nicht anders. Und nicht anders. Ich glaube, das würde es auch schwer bemerkt, wenn du es anders schreibst. gut. Mr. D., ja. Haben Sie zufällig gerade so auf dem Schirm, wo sich die dritte Partei aus unser beider Vertrag aufhält? Nein, nicht unbedingt, okay. Nein. Warum? Haben Sie ihn verloren? Er hat seinen eigenen Kopf. Das war nicht Bestandteil des Deals. Aber gut, Deal ist Deal, nicht wahr, Mr. Hill? Und dann im nächsten Augenblick verschwimmen die Räumlichkeiten vor euren Augen. Und ihr befindet euch auf einmal in einem ganz anderen Zimmer. Und Jeremiah, okay. Der ja gerade nach vorne stürmen wollte und zappelte, in dem Griff des Mr. D, stolpert wieder so ein Stück nach vorne. Und ihr befindet euch in einer Art Kapelle, in einer Kirche. Ist dieses heilige Gefühl hier wieder? Nein. Ist das die Kapelle, die wir weiter haben? Die ist weg, das Gummihuhn ist noch da. Ist der Zwang weg, gewisse Vampire zu töten? Gewisse, also zumindest hörst du die Stimme, die die ganze Zeit zugeflüstert hat, auf einmal nicht mehr. Okay. Oh. Was ihr sehen könnt, ist, dass so ein schwarzer Tropfen wie so Schweißtropfen irgendwie über seine Stirn läuft. Ich reiche ihm ein Taschentuch. Als würde er Öl schwitzen, so ein bisschen sieht er aus. Ich gucke da ziemlich angebiedert kurz hin. Also, wo sind wir jetzt? Ich schaue mich um. Ist das die Kirche, wo wir mal waren? Nee. Kann man an irgendwelchen Besonderheiten in der Kirche ausmachen, welche Kirche es ist? Du kamst nicht aus der Stadt. Jeremiah könnte es vielleicht wissen. Also ich würde Jeremiah... Gut, ich bin ja auch aus der Stadt. Ja. Also ich würde jetzt mal überlegen, ob ich die schon mal gesehen habe. Ja, genau. Dave müsste es auf jeden Fall... Das ist die katholische Kapelle von zwei Straßen weiter von wo du wohnst. Warst hier schon ein paar Mal. Hm. Ich kenne diesen Ort. Oh. Erzähl uns mehr. Das ist ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und ihr hört jetzt irgendwie, wo ihr euch ein bisschen umguckt, es ist relativ dunkel und diesig hier. Nur Kerzenschein erhält die Kirche von Kerzen, die auf dem Altar stehen und die am Opfergabentisch brennen. Schaut euch so ein bisschen um und seht, dass halt im Taufbecken, das relativ nah am Eingang steht,
dass da so eine schwarze Flüssigkeit rausbrodelt und die ganze Zeit raus, wie so ein Springbrunnen raussprudelt und halt über die Treppe nach draußen läuft. Mhm. Weil das ein bisschen abschüssig gebaut ist, nach außen fließt. Da trauen wir die Quelle des Übels. Ich würde in die Richtung deuten. Ich würde Dave und den anderen angucken und erstmal sagen, ihr habt eure Seele verkauft? Ihr hättet mich einfach nur meinen Job machen lassen. Es geht dich einen Scheiß an. Ja, ohne Scheiß, Mann, das geht dich echt einen Scheiß an. Ihr seid Idioten. Ja, und was bist du dann? Der einzig Vernünftige hier. Das glaube ich. Das... John lacht auch los, das glaube ich jetzt nicht. Du verdankst dein Leben unserer Seele, wenn es so kommt. Aber sei es drum, lasst uns jetzt nicht streiten. Hier drüben ist die Quelle allen Übels. Und hier muss unser Freund sein. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast, Jeremiah. Aber er gehört mir. Ich halte ihm so einen Gummihuhn unter die Nase und mein mit einem Gummihuhn. Riecht es nach Knoblauch? Ja. Yes! Das ist einfach viel Geld, das Gummihuhn. Los! Jetzt wissen wir auch, warum der Gummibaum so gefürchtet war. Deine Malkavianer. Oh mein Gott, dieser Gummibaum, hör bloß auf. Oh ja, der Gummibaum des Todes ist heute hier. Steht in dieser Kirche ein Gummibaum? Nein. Du kannst keinen sehen. Vielleicht ist dieser Kristall einer Hand. Eine Hand. Lass uns vernünftig. Du siehst ganz viele Hände, weil die jetzt, wo du drauf achtest, guckst. Zum Beispiel das Kreuz ganz bespielt mit ganz vielen Händen. Alle in Rot, ja. Oder die Wände. Alle beschmiert. Dann würde ich mich mal in dieser Halle umgucken, in dieser Kirche umgucken. Ja. Und gucken, ob es irgendwie so einen nicht direkt offensichtlichen Weg gibt, der tiefer in die Kirche führt. Also keine Ahnung, ein Abstieg in irgendwelche alten Kellergewölbe oder so. Ja, du siehst halt den Eingang in die Sakristei, die etwas weiter hinter dem Altarraum ist. Oben gibt es noch so eine Orgelempore, wo die Orgel ist. Da geht es so mit. Ist so eine. Ja? So halt so eine Empore. Der könnte auch in der Sakristei sitzen. Hatten wir. Ich würde mal zur Sakristei gehen und mal die Türe versuchen aufzumachen. Ja. Was machen die anderen? Ich schaue mich hier ein bisschen um und ich suche mal so beim Altar, ob da nicht vielleicht irgendwie was ist. Mhm. Weil, naja, das kommt mir jetzt gerade alles so ein bisschen seltsam vor. Man verkauft seine Seele, auf einmal ist man in einer Kirche. Irgendwo in nirgendwo. Also, wir irgendwie so göttliche Fügung vielleicht und ja, und er sucht halt auch immer verzweifelt nach irgendetwas, wo er sagen könnte so, haha, ja, das ist ja hier alles nur ein Witz. Alles nur ein Traum, ich wach wieder auf. Ja, alles nur ein ganz schlimmer Traum, halt ich wach wieder Altar, auf. Der Altar selber ist halt auch beschmutzt mit roter Flüssigkeit. Wer weiß, was das sein kann. Ja. Sieht ja ein bisschen billig aus, so wie in deinem Horror-Grusel-Kabinett. Nicht gut. So, während der Jeremiah festen Schrittes an dir vorbeistafft und zur Sakristeitür rübergeht. Und Dave und Konstantin machen was? Ja, Spielchen mit dem Gummihuhn will ich mal angucken. Ich folge hier Jeremiah. Ja, Jeremiah. Ich würde mich halt auch ein bisschen umgucken, aber dann halt auch langsam folgen.
Wir haben jetzt ja leider kein Benzin oder sonst was dabei, befürchte ich. War nicht Teil des Deals. Das ist richtig. Das Gummihuhn wolltet ihr haben. Das Gummihuhn des, das Gummihuhn des Todes, genau. Aber es sind Vampir töten das Gummihuhn. Ja, gut. So. Jeremiah drückt die Klinke zur Sakristei herunter und ja, die Tür geht quietschend nach innen auf, drückst sie nach vorne auf und es entlädt sich ein Bild des Grauens, denn in diesem in dieser Sakristei ist quasi alles mit Blut und Gedärmen an den Sänden besprüht überall. Also man geht doch quasi, die Tür lässt sich auch relativ schwer nach innen aufschieben, weil du auch Zeug irgendwie so nach innen weg reinschiebst und du siehst, dass da halt drei Gestalten drin sind in diesem Raum und sich an diesem Zeugs gütlich tun. Zwei Kinder und eine Frau. Und die kennt zumindest Konstantin von Fotos. Ich glaube, ihr auch. Das ist die Familie von eurem ehemaligen Gefährten. Die tun sich gütlich daran. Ja, die essen quasi von der Wand. Das, was da an der Wand klebt. Und wirken auch total irgendwie weggetreten. Und also ich würde auf jeden Fall... Ich würde einfach mal Frau Wilkinson? Was tun Sie da? Ja, und sie fährt in einem Ruck zu dir rum und du siehst in total bleiche, ausdruckslose Augen und sie entblößt zwei Vampirzähne und faucht dich an. Und an dieser Stelle können wir dann für heute den Stream beenden, weil nämlich der gute John Blair noch andere Dinge mit seiner Seele heute zu tun hat. Ja, morgen und das gerade so eine schöne, so eine schöne Szene ist, in der wir hätten eigentlich noch 10 Minuten, aber ich glaube, es ist gerade so ein schön hier den Cut zu setzen. Zu hoffen, dass wir nicht wieder Monate brauchen, bis wir einen Termin finden, wo wir wieder spielen können. Ja. Und ja, bedanke mich bei meinen Zusehern, wann immer ihr es guckt. Und natürlich auch bei den Leuten, die endlich mal wieder spielen konnten mit mir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Besonders mit dem Gummihuhn. Es tut mir so ein bisschen leid um den armen Jeremiah, der aufgepimpt bis zum geht nicht mehr ist, aber leider gegen die falschen Personen kämpfen will. Ja. Aber gut. Ja, unser Jeremiah, der ist halt ein ganz besonderes Kind. Gut, es hat nur 2 Seelen gekostet, um ihn wieder auf den rechten Weg zu kriegen. Ja, also jeder hat hier auf seine Art und Weise... Ich bin geschlagen mit 3 Idioten. Jeder hat sein Kreuz zu tragen hier. Ja, jeder nur ein Kreuz. Es hat auch nur 10 Folgen gedauert, bis ich euch dazu gekriegt habe, dass ihr eure Seele opfert. Wir sind halt eigentlich fest im Glauben verankert, ja. Nein, seid ihr nicht. Schon glaubt eh nicht dran, dann kann er auch seine Seele nicht verkaufen. Kann nicht verkaufen, was mir nicht gehört. Wow. Wie gesagt, schön, dass ihr zugeguckt habt, schön, dass ihr mitgespielt habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wann das sein wird, das findet ihr entweder in den Ankündigungen hier auf dem Twitch-Kanal oder auf dem Nerdpool. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Guckt doch mal rein. Übrigens, nächsten Monat um die gleiche Zeit ungefähr wie jetzt ist die RPC in Köln. Vielleicht kommt ihr da auch hin und könnt dann, ich glaube, da kommen fast alle von uns auch hin, oder? Ja, ich bin safe. Außer Sleepnose. Der ist uncool. Außer Sleepnose, der wieder aus der Reihe tanzen möchte. Der war letztes Jahr da, das reicht. Warst du letztes Jahr da? Ich glaube schon. Egal. Wer denn? Sleepnose. Ich habe ihn nicht gesehen. Weiß es nicht? Nee, der war auf der Spiel, glaube ich. Ist ja auch egal. Also wenn ihr uns da treffen wollt, wir haben da wahrscheinlich einen Stand vom Nerdpool. Schaut da mal vorbei. Und ansonsten hoffen wir aber, dass wir vielleicht vor der RPC nochmal dieses Ding hier weiterspielen können. Und ja, Dankeschön nochmal. Das 3. Mal und 3-mal ist gut. Und ich drücke auf Streaming beenden, beziehungsweise stoppen und... Ja.